Das ist ja gleich eine sehr strenge Fragestellung. Ich sage erstmal vorweg, eigentlich grundsätzlich orientiert sich gewerkschaftliche Politik in der Richtung natürlich auch gegenüber Kolumbien an dem vielleicht etwas altmodisch klingenden Begriff von der internationalen Solidarität. Und jetzt kann man von Gewerkschaft zu Gewerkschaft gucken, was tatsächlich dort umgesetzt wird im Rahmen des Alltagsgeschäfts, was die gewerkschaftliche Tätigkeit bestimmt und wo das Internationale natürlich nicht immer ganz oben auf der Tagesordnung steht, logischerweise. Ich kann es von der GEW her sagen, wir sind auf Kolumbien aufmerksam geworden, als eine Reihe von kolumbianischen Gewerkschaftskollegen, Kolleginnen, die mit Morddrohungen leben mussten, dann für eine Zeit lang aus Kolumbien praktisch verschwinden mussten und in europäischen Ländern dann für diese Zeit aufgenommen wurden. Und auch die Deutsche Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft vermittelt dann durch den DGB oder durch die Friedrich-Ebert-Stiftung oder die Hans-Böckler-Stiftung. Wir haben uns dann um diese Kollegen hier bemüht, ihnen versucht, also das Leben hier einigermaßen erträglich zu gestalten, sich mit der Ausländerbehörde auseinanderzusetzen, habe ich selbst mal gemacht. Sehr lehrreich, aber nicht unbedingt erfreulich. Und das ist sozusagen das, was man so solidarische Hilfe im Einzelfall nennen würde. Das kann aber natürlich zur Lösung dieser ganzen Problematik nicht viel beitragen. Das werden wir auch weiter tun. Das wird ja durch die ILO auch geregelt. Verfolgte Gewerkschafter werden ja dann auch verschiedenen Ländern zugeteilt zur Unterstützung und zur Aufnahme. Einige Industriegewerkschaften und auch die einschlägigen Stiftungen haben eigentlich mehr getan. Sie haben kolumbianische Gewerkschaften unterstützt beim Aufbau von Strukturen, vor allen Dingen auch bei der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit und haben deswegen etwas getan, was aus meiner Sicht viel wichtiger ist als die Einzelfallhilfe, das ist die Hilfe zur Selbsthilfe, die Gewerkschaften zu stärken und ihre Form der Auseinandersetzung, die eben eine zivilgesellschaftliche ist und keine militärische, stärker in den Vordergrund zu bringen. Ich denke, das ist also die Hauptaufgabe, die man bei Menschenrechtsarbeit aus gewerkschaftlicher Sicht in Kolumbien zu leisten hätte, wenn man ein gewerkschaftliches Verständnis von Menschenrechten entwickeln will. Und das gewerkschaftliche Verständnis von Menschenrechten, dafür reicht es ja dann nicht, wenn die Menschenrechte irgendwo in der Verfassung formal erwähnt werden oder meinetwegen auch in irgendeinem hinteren Paragraphen des Freihandelsabkommens steht ja dann auch irgendwas über irgendwelche Menschenrechtsstandards, das haben wir eben gehört. Sondern eigentlich muss man die Menschenrechte ja auch materiell verstehen. Und dazu gehört erstens, dass man seine Menschenrechte ohne Gefahr für Leib und Leben überhaupt wahrnehmen kann. Das Zweite aber ist, dass man eigentlich auch seine Menschenrechte nicht wahrnehmen kann, wenn man an oder unter dem Existenzminimum leben muss. Nicht? Wenn wir gehört haben, dass hier 50% ungefähr der Bevölkerung im informellen Bereich, das heißt in völlig wirtschaftlich ungesicherten, sozial ungesicherten Verhältnissen lebt, dann kann man viel über Menschenrechte schreiben. Das wird dann nicht so wichtig werden für diese Menschen. Stellt sich dann die Frage, zu den Menschenrechten muss dann ja auch gehören, sich gewerkschaftlich zu organisieren, um überhaupt die eigene Existenz materiell absichern zu können. Und wurden die Kleinbauern angesprochen und die, die möglicherweise dann den Preis für den Freihandel zahlen müssen, indem sie vertrieben, enteignet, auf mehr oder weniger legale Form werden, der Teilhabe an dem gesellschaftlichen Reichtum, der in dem Lande existiert. Und wenn wir diese Kriterien hier nehmen, wir haben gerade gehört, 51 Gewerkschafter im vergangenen Jahr ermordet, in diesem Jahr sind es bereits 4, wir sind ja aber erst im März und eben die genannten 50% der Bevölkerung, die im informellen Sektor tätig sind, wenn sie überhaupt tätig sind und
am Rande oder unter dem Existenzminimum leben, dann ist eigentlich völlig ausgeschlossen, dass man da von Gewährleistung der Menschenrechte sprechen kann. Und jetzt kommt natürlich etwas dazu. Internationale Solidarität ist ja nun keine Einbahnstraße. Man muss ja auch mal fragen, wenn man auch vielen Gewerkschaftsmitgliedern das vermitteln möchte. Das sieht ja nicht jeder auf den ersten Blick so ein. Ist natürlich die Frage, was bedeutet das, wenn die Europäische Union mit diesem Staat Kolumbien und den dort bestimmenden Gruppen und Schichten der Gesellschaft, also der schmalen Oberschicht, die dort auch den Reichtum des Landes kontrolliert, einen solchen Vertrag schließt. Das ist eigentlich ein Alarmzeichen, denn eigentlich legitimiert die Europäische Union dann die Menschenrechtsverletzungen und die Einschränkungen auch der gewerkschaftlichen Rechte. Das wird legitimiert und es wird sozusagen als ein legitimes, zukunftsorientiertes Wirtschafts- und Entwicklungsmodell angesehen, indem man dies vertraglich sozusagen festlegt. Und das ist natürlich ein völlig falsches Signal an die Unternehmerseite, an die internationalen Konzerne, und zwar auch ein falsches Signal innenpolitisch in Europa. Dort sind ja diese Fragen auch nicht unstrittig. Gewerkschaftsrechte, Partizipationsrechte, soziale Fragen sind ja bei uns immer hochstrittig. Und das ist das falsche Signal. Und dann muss man natürlich eins befürchten, in dem Moment, wo die EU dies als ein legitimes Entwicklungs- und Wirtschaftsmodell ansieht, international, es gibt ja noch mehr Freihandelsabkommen, die dort dann auf uns zukommen werden, dann wird das irgendwann auch auf die Verhältnisse bei uns zurückschlagen, zumindest argumentativ, so nach dem Motto, na wenn das da so geht, was wollt ihr denn jetzt hier noch eigentlich mit diesem Recht, mit jenem Recht? Das heißt, eigentlich ist diese internationale Solidarität auch ein bisschen ein legitimes Vertreten von Arbeitnehmerinteressen in Europa und in Deutschland. Denn man wird auf die Dauer nicht sich selber bestimmte Errungenschaften bewahren können, wenn man nicht dafür sorgt, dass in anderen Ländern der Erde auch durchgesetzt werden. So, über die ganzen Fragen, Konkurrenzdruck in Kolumbien, Fragen der Vertreibung vom Land, das muss ich jetzt nicht nochmal sagen, das ist ja schon gesagt worden. Ich kann ganz kurz noch was sagen, was werden die Gewerkschaften unternehmen in der Frage der Ratifizierung des Freihandelsabkommens in der Europäischen Union. Nach dem derzeit geltenden Recht muss dieses Freihandelsabkommen durch das Europäische Parlament. Es reicht nicht, dies einfach von der Europäischen Kommission paraffieren zu lassen oder durch den Europäischen Rat. Diese Abstimmung im Europäischen Parlament steht noch aus und da haben die Gewerkschaften natürlich gegenüber anderen aktiven Organisationen einen Vorteil, dass sie als großer Lobbyverband natürlich die Möglichkeit haben, dort Einfluss zu nehmen. Die Möglichkeiten sind begrenzt. Die Mehrheit im Europäischen Parlament ist ja eine eher konservative. Aber sie sind noch lange nicht ausgeschöpft. Und es haben sich die Vertreter einiger Gewerkschaften hier zusammengefunden mit dem Ziel einer solchen Kampagne gegenüber dem Europäischen Parlament zur Verhinderung der Ratifizierung des Freihandelsabkommens. Ich denke, das ist eine Aufgabe, die den Gewerkschaften zukommt, weil das sozusagen innerhalb der ganzen Organisationen, die sich mit dieser Frage befassen, ein Alleinstellungsmerkmal ist, weil der Apparat einfach vorhanden ist, um eine solche Lobbyarbeit dort auch umsetzen zu können und die dazugehörige begleitende Öffentlichkeitsarbeit. Und ich hoffe, dass wir bei der Bearbeitung dieser Abgeordneten und der begleitenden Öffentlichkeitsarbeit doch einiges tun können, um die Ratifizierung dieses Abkommens zumindest zu erschweren. Wenn wir viel Glück haben, wird es vielleicht tatsächlich zu verhindern sein. Ja, ich danke dann erstmal.